vollzogen wird. Guck Überhaupt mal. nicht, wo denn bitte? Also in welchem Land wird das so vollzogen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Dann mach mal Guck bitte. auf den Bildschirm. Ich glaube, du weißt das auch. Guck mal, im Nahen Osten zum Beispiel, Hinrichtung ist die Re im Ja, Iran die Regel. du Es zeigst ist durch die instabile Regel. Länder. Ja, du zeigst erstmal instabile Länder, so wie Pakistan, Nein, ich kann ja Afghanistan, auch was auch immer. 50, ich kann ja auch 14 andere Beispiele sagen. Nein, gibt es gar nicht. Erstmal Oder das, ich guck mal, blende sie erstmal gerne das. Und ein. zwar, Ich blende sie gerne ein. ja, Dort lass mich mal droht ganz dir kurz zu als Ende sprechen. Homosexueller Lass mich die mal ganz kurz zu Ende Todesstrafe. aussprechen. Ja, yeah, okay, du hast recht. In Deutschland leben wir als Muslime hier. Hier gibt es keine Todesstrafe. Warum beschäftigen wir uns mit Dingen, die außerhalb unseres Landes sind? Und auch, es gibt ja auch in den USA Todesstrafe. Es gibt auch in China Todesstrafe für ganz andere Sachen. Also warum muss man den Islam instrumentalisieren, um zu sagen, ja, die Muslime hier wollen das ja auch? Das stimmt gar nicht. Also kein Mensch möchte das. Es gibt sogar Beispiele. Deswegen, also ihr lasst mich einfach nicht aussprechen. Es gibt zwei Beispiele aus der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also wo der Prophet selber, wo eine Frau auf ihn zukam und sagte, ja, hier, ich habe Zina begangen. Also ich habe außerehelichen Geschlechtsverkehr gemacht. Bitte bestrafe mich. Und der hat sie weggeschickt. Er hat sie zweimal weggeschickt und gesagt, nein. Also nach dem Motto, behalt das für dich, ist mir auch jetzt egal. So ungefähr. Also es gibt da darüber Beispiele. Isa. Natürlich gibt es auch Beispiele von der anderen Seite, wo tatsächlich eine Steinigung stattgefunden hat. Definitiv. Ne? Das leugne ich ja nicht. Nur wir reden von vor 1400 Jahren und wir reden von heute. Schau dir islamischen Länder an. Die Türkei ist ein islamisches Land, hat keine Todesstrafe. Jordanien hat keine Todesstrafe. Libanon hat keine Todesstrafe. Syrien hat keine Todesstrafe, wobei die haben jetzt Krieg und so weiter. Nee, ich gebe dir ein paar Länder. Nee, es gibt sogar Nein, du Palästina, sagst doch, sogar alles dort. gut, aber wir wollen doch bei Deutschland bleiben, weil darum geht es uns Ja, ja. aber ihr fragt mich Es jetzt im geht. Ausland hier. Nein, ich habe dich danach nicht gefragt. Also da möchte ich mal Ja, ganz das ist konkret ein drauf bisschen eingehen. durcheinander. Dann werde ich hier ein bisschen von beiden Seiten so ein bisschen. Also wenn, Nein, können wir uns das auf ist ein Thema schwierig. Ich konzentrieren? weiß, das ist wirklich auch schwierig. Und sich dann auch Ja. in ein Gesprächsform einzulassen. Guck mal, wir sind da hier mehrere Leute und wir sehen uns nicht, wir können uns nicht in die Augen gucken. Ich finde das immer sehr problematisch, weil am Ende ist ja auch körperliche Sprache eine wichtige Sprache in einem Gespräch. Ja, klar. Und der Punkt dabei ist jetzt ganz einfach, dass mir es wirklich nur um Deutschland geht. Es geht mir wirklich nur um Deutschland. Und es geht mir um die Ja. Unvereinbarkeit für mich selbst, dass ich sage, dass es nicht vereinbar ist, irgendeinem Menschen, egal was passiert, egal aus was für einer Glaubensrichtung heraus, egal aus Seht ihr was für einem das? Glauben selbst heraus, man beispielsweise sagt, dem Menschen Aktiv irgendeinen wird die Schaden Todesstrafe dort zuzufügen. vollstreckt. Ach. Ich glaube, ihr beide unterhaltet euch. Okay. Isam, wir kommen noch mal nachher darauf zurück, okay? Das Ding Ja, ich ist, weiß nicht. Können wir das jetzt Ding noch auf ein ist, warum wird Thema das in Deutschland konzentrieren? nicht Weil ich habe gemacht? noch ungefähr Weil 5 bis 10 Minuten, dann muss ich gleich raus. ich erkläre dir doch, warum das so ist, weil die Ja. Muslime immer noch in der Unterzahl sind. Das ist der Punkt. Und das kann man Das nicht ist der Punkt. Also, wegdiskutieren. Wir du glaubst, dass die haben Leute in die über Todesstrafe haben 15, werden? das hat mit Glauben nichts zu tun. Wir haben in über 15 Ländern aktive Todesstrafe, die vollzogen wird, wenn du homosexuell bist. Ja, und du willst sie von Das hier sind abschieben, damit sie muslimische dort leben. Länder. Das Ja, und du sind willst sie doch von hier abschieben. muslimische Länder. Aber du willst sie von Erklär mir hier das. abschieben in ein Land mit Todesstrafe? Nein, du, nein, nein. Kriminelle Gäste in unserem Land, die sich an das Grundgesetz nicht halten, die hier schwere Straftaten begehen, die haben in unserem Land nichts zu suchen. Und das ist Deutschland vollstreckt normal, das geringere Übel. Wir schieben sie nur ab. In anderen Ländern droht ihnen die Todesstrafe, mein Freund. Ja, okay. Und die USA ist eines der größten Länder der Welt und hat selbst die USA Todesstrafe. interessiert, USA ist ein Einwanderland. USA interessiert mich einen absoluten Scheiß, Ja, weil die die anderen USA ist Länder zu interessieren mich auch 99, nicht. Bahrain ist auch die ein neun Einwanderland. USA ist zu 99% der Ursprung allen Übels. Okay, und was ist mit China? Auch Einwandererland? China ist eine Diktatur, ist keine Demokratie. Ach so, okay, gut. Und was ist mit Philippinen? Auch Einwandererland? Und das ist kein islamisches Land, dort gibt es auch die Todesstrafe, meines Wissens nach. Ja, und da hast du recht, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Da gibt es den Hinduismus, da gibt es die Moslems. Ja, aber guck mal, wir kommen da nicht Ja, voran, nein, verstehst aber du? das Also, Ding, was, das was Ding ich hat gut es. finden würde, ist, dass Isam, wir jetzt was mal über passiert denn Deutschland laut reden. Scharia? Was passiert eine Frau, wenn die ihren Mann betrügt? Was passiert ihr? Laut Scharia, was steht dort geschrieben? Welche Es Strafe spielt droht keine ihr? Rolle, ob es der Mann oder die Frau macht, beide kriegen Nein, das Gleiche. ist egal. Welche Nein, Strafe droht ihr? warte, er hat doch was Warte, gesagt. Roy, Warte mal Roy, kurz. egal, ob Mann oder Frau, ja, aber welche Strafe droht? Es gibt Strafen, die drohen könnten, aber nicht drohen müssen. Das ist die Maximalstrafe. Die Maximalstrafe ist natürlich die Welche? Todesstrafe. So, absolut unvereinbar mit Deutschland und der Demokratie, absolut Ja, aber gibt es das unänder. hier? Gibt es überhaupt Ist keinen, das hier? wenn, Wendet das jemand hier an? weil ihr in der Unterzahl seid. Das ist Moment, Fakt. Isam, du hast eine Frage gestellt. Moment, da möchte ich drauf eingehen. Du sagtest eben, wendet das jemand hier an?
Isam, Ja. Isam, Ja. gibt es in Deutschland, und ich frage dich persönlich, und du weißt genau, dass du kennst die Antwort, von daher möchte ich, dass du mir die Wahrheit sagst. Gibt es Friedensrichter in Deutschland? Friedensrichter? Warte mal ganz kurz. Ein Kommentar. Lass uns mal über die Bibel reden, was da Schönes drinsteht. Okay, Warte pass mal, mal auf. Wie heißt wir sind ja du? voll durcheinander. Alle klar auf ein Thema mal Eine Sekunde. konzentrieren. Nenn mir ein christliches Oh. Land. Nenn mir ein christliches Land, in dem dir heute im Jahr 2023 die Todesstrafe droht. Eins, bitte. USA. Eins. USA. USA ist ein christliches Land. USA sind mehr Christen als in Deutschland, nur zur Info. Das, ja, Viel das viel glaubst auch nur du. religiöser. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja völliger Nee, doch Quatsch. klar, sogar wenn der Die Präsident eingereicht USA, wird, dann kommen wir mit Kirche, USA ist Christenfahrt ein und hast nicht gesehen. Einwanderland von Anbeginn der Geschichte. Die USA, die haben das entdeckt. Das erste waren die Aborigines. USA, das ist Schmutz, ganz einfach. Und von der USA distanzieren wir uns hier alle geschlossen. Es gibt in Afrika eine ganze Menge an Ländern, christliche Länder, teilweise mit Terrorgruppen, die größer sind als die Wieso Terrorgruppen, bleiben die du wir probierst das sonst immer haben? alles schön zu reden? Nein, Das ist doch wirklich schwierig. weil Und ich wenn du frage schon mich davon gerade, hast du begeistert deine bist. Live-Funktion ausgeschaltet? Wir waren ja gerade 125 Leute. Du hast über 500.000 Follower. Ja? Hier kamen vielleicht jetzt 20, hast du mitgenommen. Wie kommt das? Wie sind denn deine Followerzahlen Ich entstanden? habe die nicht, ich hab die nicht eingeschaltet. Die können nicht sehen, dass ich live bin. Warum denn nicht? Mach das doch mal an. Nee, das mach ich bewusst Ich kann einfach, dir weil ich sagen, nicht warum du will. das nicht machst. Weißt du, warum du das nicht Warum? machst? Weil diese Erzähl Leute, mir. die dir folgen und deine Ideologien teilen, Ja. würden dann hier reinschreiben in den Chat und ihr würdet euch selbst entlarven. Das ist der Punkt. Genau das Überhaupt ist der nicht. Punkt, warum du das nicht eingeschaltet Ich hast. mach das Weil du immer. Ich nicht mach das willst, immer. weil du nicht willst, weil andere Meinungen einfach nicht akzeptiert werden. Nein, ich mach Und das dann immer. Ich gehe eh so live wie andere. Oh das mein Gott. wahre Gesicht wird dann rauskommen im Chat. Und Ja, aber ich mach du das auch kannst es doch immer. den Leuten beweisen, dass es nicht so ist, meine Aussage. Du kannst den Leuten doch Ja. beweisen, dass meine Aussage falsch ist. Schalt die Funktion Aber warum jetzt willst du ein. unbedingt, dass ich meinen Leuten Bescheid gebe, damit Weil du mehr ihr euch Aufmerksamkeit kriegst? entlarvt. Nein, wir Hä? Aufmerksamkeiten, wir brauchen keine Aufmerksamkeit. Ganz im Gegenteil. Wir wollen ja nur, ihr Aber ich entlarvt mach euch das doch immer. selbst. Warum glaubst du mir gar nicht? Aber Isam, ich Ich habe hab jetzt doch. mal eine Frage. Ich habe eine Ich gehe Frage immer an dich, ohne Isam. Benachrichtigung rein, wenn bei anderen Leuten drin bin. Isam, ich Ja, habe eine verstehe ich Frage an nicht. dich. Warum? Ja. Dann bist du Ich aber habe eine ganz schön Frage. egoistisch. Ich habe eine Frage an dich. Du sagst, du klärst auf, dass der Koran zum Teil falsch praktiziert wird. Wo siehst du denn die Probleme, dass der Koran falsch praktiziert Nein, wird? nein, 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 weil was Schikane, ich muss da mal zwischenhaken, weil ich finde Also schon, an dass meinem du Chat, er hat gesagt hast, absichtlich diese Steve, warte mal ganz Funktion, dass kurz, Steve, seine warte mal ganz Follower kurz, aktiv Steve, warte mal sehen, wo er kurz. drin ist. Warte, hat er deaktiviert, damit diese Leute nicht hier reinkommen und ihr werdet aufs Somit ist Übelste es beleidigt. keine Das kann ich euch schon mal sagen. Aufklärungsarbeit. Somit, das kann ich euch schon mal sagen. Ihr werdet alle aufs Übelste beleidigt. Dann wird jeder dritte Satz wird folgen, wir wollen die Scharia, wir wollen die Scharia. Um dem entgegenzugehen, hat er diese Funktion ausgeschaltet, damit ihr, die Leute, die Bürger in diesem Land, Es die gibt Wahrheit nicht sicherlich Leute erfahren. hier Das drinnen, ist der die mich Punkt. kennen und ja, es Isam, gibt du auch sicherlich möchtest ja Leute hier jetzt drinnen, die mich eigentlich kennen. uns bekehren. Ne? Und ich sag euch noch einmal, also es Isam, tut mir leid, ihr seid alle älter als ich und wahrscheinlich solltet aber ihr Isam, erwachsener du sein. möchtest uns doch gerade bekehren. Ja, Du eben, möchtest eben. gerade Deswegen deine ist das Ding. Community AfDler reden raushalten, von um Demokratie, diese richtig. Die Community AfD zu ist die bekehren. machen wir jetzt einzige auch aus dem Thema, Partei, die warum ich Volksabstimmung nicht für meinen das Leuten Volk fordert. bescheid Das ist gebe. Demokratie. Die Mehrheit entscheidet. Wie heißt da? AfD, FCK, AfD. Ja, die AfD ist die einzige Partei, die für Volksabstimmung ist. Und du schreibst, die AfD ist für Demokratie. Hahaha. Da sieht man mal, wessen Geisteskind du bist, mein Freund. Du bist ein Aber absoluter Steve, warte mal Antidemokrat. ganz kurz. Ich finde Aber das, ich find Isam, das hier, du warte jetzt mal ganz Isam, ich kurz. meine ich. Ich Steve. meine, ich bin auf den Chat eingegangen. Ja, warte Ja. mal ganz Aber kurz, Steve, weil ich Isam, finde, das hat eine warte ganz absolute kurz mal. Wichtigkeit, was du eben gesagt hast. Isam, warte mal ganz kurz. Mal bitte jetzt nicht Ich habe noch fünf unterbrechen. Minuten. Ich habe ja gerade schon gesagt. Er will dir Ja, sagen, und das Isam, macht warte Reuet mal ganz selbst, wenn kurz. das doch Aufklärungsarbeit ist und du schön den Islam Genau. schön reden möchtest, dann lass doch diese Funktion an. Aber dann kommt doch das wahre Gesicht zum Vorschein. Oder hast du Ansonsten davor würde Angst? es Eine jetzt so Frage. wirken, Nur eine dass du Frage. uns bekehren willst, Isam. Da hat Steve recht. Das ist ja Okay. Fakt, das hat Aber er ja darf ich vor. kurz was anmerken? Darf ich kurz was anmerken? Ich habe meine Tadschia ist das Benachrichtigung Zauberwort. Tadschia. seit circa Täuschung der bestimmt, Ungläubigen. kann Genauso ich kurz raus. reden? Kann ich, also seit circa bestimmt 6 Monaten habe ich es ausgeschaltet, weil Leute das eben missbraucht haben, wie ich gerade eben das Gefühl Du habe, von wegen, kommst ja, ich eben möchte. rein und sagst, du sorgst für Aufklärungsarbeit. Du stellst dich Oh. vor. Du sagst, Kann wie ich viele bitte zu Follower Ende du hast. Du aussprechen? kommst Ja, für, aber du ich habe. sorgst Ja, für Roy, lass Aufklärungsarbeit uns mal ausreden. vor. Roy, 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 Roy. Aber Roy, kommst ich habe rein noch und versuchst Geluld uns mit dafür. deiner Meinung zu bekehren. Das ist doch Ich doch Roy, erwähnt. Roy. Wie Aber ich willst habe du eine es noch ausreden? Bekehren. Es geht doch gar Ich nicht um habe eine. Bekehren. Es geht. Guck mal, ganz kurz. Ich habe das sonst immer aus.
Einfach aus dem Grunde, weil ich weiß, dass viele das nutzen wollen und mich bewusst einladen, genau deswegen. Ne? Und hier kam ich jetzt aktiv rein. Allgemein ist bei mir immer ausgeschaltet. Ich kann das sowieso nicht währenddessen ein- oder ausschalten. Das heißt, ich muss von Anfang an so einschalten. Das heißt, wenn das dein Problem ist, dann tut es mir echt leid, das ist nicht bewusst. Und nein, im Gegenteil, es wäre deutlicher geworden in den Kommentaren, wenn noch mehr Leute drin wären von mir. Deswegen mache ich es aus. Also bitte nicht deswegen böse sein von mir aus, können wir es ein andermal machen. Also ich habe damit gar kein Problem. Das ist für mich gar nicht, das war kein Thema. Wir schweifen sofort vom Thema ab. Das Ja, ist schade. aber nur, nur so kannst du doch Aufklärungsarbeit leisten. Also guck mal, ich habe das zum Beispiel immer an. Und ich diskutiere und ich stehe auch zu meiner Meinung. Ne? Wie gesagt, du kannst glauben, was du möchtest. Du kannst aus jedem Land kommen, wo du möchtest. Aber man hat sich hier an das Gesetz zu halten. Und nur diese Leute, ich betone es nochmal, nur diese Leute, die sich an das Gesetz nicht halten und Gast in diesem Land sind, haben das Land zu verlassen. Und da rücke ich keinen Millimeter von meiner Ansicht und von meiner Einstellung zur Seite. Nicht einen Ich einzigen sehe das aber Millimeter. auch nicht Deswegen ein. bin ich kein Rassist, deswegen bin ich auch kein Nazi. Okay, aber ich sehe das nicht Isam, ein, dass ich Isam, ich Steuern habe eine zahle, damit Frage. du Ich habe die ganze Zeit Zehntnisprozent jetzt nicht bestraft. gesagt. Ich habe Dann eine zahle ich Frage. lieber Du auch ein Ticket nach Afghanistan, sag ich dir Isam, ehrlich. ich habe eine Frage. Du bist mit dem ersten Satz reinkommen. Du willst Aufklärung, dass Leute falsch den Koran praktizieren. Ja? Genau, das geht nicht für euch, sondern für die Muslime eigentlich. Ich klär euch nicht auf, ich kläre die Muslime auf. Nein, nein, ja, aber wo siehst du denn den Fehler, dass die den falsch praktizieren? Eben, Ja. dass man glaubt, dass zum Beispiel, wenn die Scharia wichtiger sei, was auch immer, dass man hier irgendwie gleich die ganzen Leute an den Pranger stellen möchte, was auch immer, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich bin hier geboren, ich habe hier studiert, ich habe hier gelernt, ich arbeite hier, zahle hier meine Steuern. Die Scharia ist trotzdem wichtiger für mich, aber ich bin trotzdem ein friedlicher Bürger. Ich wurde noch nie angezeigt, ich war noch nie vor Gericht, ich habe noch nie ein Problem verursacht und keine Ahnung was. Ne? Also ich kann euch nur sagen, noch einmal, Also du also meinst eigentlich, warte, ich sag nur zur Ergänzung, für dass die Leute das offen sind, und meinst da also die Leute, die den Koran politisch sperr mal praktizieren. diesen Marco H., der geht mir auf die Nüsse, ganz einfach. Sag So. mal bitte. Zack, Marco, ich wünsche dir ein schönes Leben. Zuck, Meinst du weg. die Leute, die den Islam oder den Koran politisch sehen? Die gewissen Verse? Es gibt gar keinen politischen Islam, das ist das Problem. Das wird ja dargestellt durch die Medien. Das gibt es gar nicht. Es wird irgendein Bild projiziert vom Islam, der gar nicht existiert. Und Isam, kannst du das gibt es Arabisch? gar nicht. Isam, kannst Natürlich du kann ich Arabisch? Arabisch. Natürlich kann ich Arabisch. Weil ja gerade einer schreibt, Isam, du verstehst deinen eigenen Koran nicht, weil du kein Arabisch kannst, mein Freund. Ja, dann tut es mir leid. Dann tut's mir, wenn jemand hier kommt mit irgendwelchen Sachen, nur Nee, weil das er war nur eine selber kein Frage. Arabisch kann, dann. Warte mal ganz Also noch kurz. einmal kurz, darf ich dir ganz kurz eine Sache zuschmeißen? Du meinst Ja, ja gerade, natürlich. deswegen sollen abgeschoben werden. Zwar, ich bin dafür, aber ich wäre auch dafür, dass du abgeschoben wirst, wenn du kriminell bist. Weil ich sehe das nicht ein, dass Geht ich doch nicht. Ich bin arbeite. doch Deutscher. Ich bin doch Nee, Deutscher. aber warum? Wer hat es dir denn gegeben, dass du Deutscher bist? Wie? Ja, ich Mutti hatte und nun mal das Papa. Glück oder das Pech, dass ich hier reingeboren bin. Das Nein, ist nee, nun mal aber ich so. finde das nicht Ich in kann es ja nicht Ordnung. ändern. Nee, ich Das finde es bestimmt nicht die in Ordnung. Allgemeinheit. Das ist Demokratie. Das kannst du ja auch, das kann deine Meinung sein. Akzeptiere ich auch völlig. Aber die Okay, das heißt, Mehrzahl wenn wir uns oder demokratisch entscheiden würden, das umzuändern, zu sagen, wir schieben auch Deutsche ab, wärst du dafür? Natürlich, dann ist das die Mehrheit Okay. entscheidet, natürlich. Okay, dann bin ich auch dafür. Also in Natürlich, Österreich, ich bin dafür. also in Österreich wird jetzt eine Klimakleberin, weil sie sich zu oft auf die Straße klebt. Die sagen Österreich sagt ganz klar, aber pass auf, du benimmst dich nicht, ja dann zurück nach Deutschland. Ja, aber wo ist denn Ist so. diese Heimstatt? Das Problem ist, wir kritisieren diese Länder. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich bin ja auch nicht dafür, was sie da teilweise für Praktiken haben. Die haben auch ganz andere Praktiken. Es gibt ja die Todesstrafe, ist nur eine dieser Sachen, die vielleicht hinausstechen, aber die nicht wirklich Ich wollte angewandt jetzt werden. nicht alles ansprechen. Ich kenne verdammt viele Fakten, aber ich will ja aufhören mit dieser scheiß Spaltung. Weil dann gibt es Leute auch in diesem Chat, die verallgemeinern das. Weißt du? Und deswegen spreche ich das Guck bewusst mal, schon nicht an. du bist doch so ein AfD-Befürworter jetzt, ne? Die AfD, Korrekt, die möchte auch korrekt. dieses klassische Familienbild haben. In Deutschland zum Beispiel ist das in Ordnung und du sagst, das ist nicht so schlimm in dem Sinne, wenn jetzt eine Frau oder ein Mann einfach außerehelich Geschlechtsverkehr hat. Ist das schlimm oder ist das schon schlimm? Nochmal, ich habe das. Außerehelichen Geschlechtsverkehr, ist das schlimm oder nicht schlimm? Das ist Klar ist das schlimm. moralisch, ist das eine blöde Sache. Gesetzlich ist das gar kein Problem. Sowieso gesetzlich ist Genau. das kein Problem. Ich rede von moralisch eurer Sicht aus. Ja, Moralisch ich kacke, ist das eine natürlich. blöde Sache, aber gesetzlich kannst du machen, was du bist hier. Nee, das ist das Gleiche. Aber ich sag mal so, wird schon seinen Grund haben, oder? Ja, aber warum ist das denn moralisch nicht in Ordnung für euch? Weil das die Person selber auch beschreibt, aber ich kann daran nichts ändern. Ich gestehe demjenigen dieses Recht zu, ob es mir gefällt oder nicht, so zu handeln. Und auf keine Art und Weise wird dieser Mensch oder sollte dieser Mensch dafür bestraft werden. Abgekürzt, weil Betrug immer Kacke ist, egal wie. Und das ist, das,
zählt unter dem Oberbegriff Betrug und das ist nun mal, gehört sich nicht, ganz einfach. Okay, aber wenn ich beispielsweise an Betrug jemanden anderen, weil ich betrogen wurde, mein eigenes Gefühl darüber stelle und ihn aus irgendeiner Grundlage heraus irgendeinen Schaden zufüge, bin moralisch ich das Arschloch, nicht der andere, der mich betrogen hat. Okay, und was ist jetzt? Jetzt habe ich noch eine Frage, nochmal im Allgemeinen, dass wir uns bitte fokussieren, lokal auf ein Land, weil ich bin wirklich ein paar Minuten weg. Mich würde das wirklich interessieren. Wie schaut's aus? Warte, wenn du sagst, du bist ein paar Minuten weg, dann tust du mir erstmal eingefallen, bevor ich weiter auf deine Fragen eingehe, weil ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort auf meine Frage bekommen. Welche denn? Die Frage, die ich dir da gestellt habe, die da lautet, wenn der Koran, und ich weiß ja, wenn du wirklich streng gläubig bist, dann ist es ganz einfach für dich so, du darfst gar nicht anders antworten. Für dich steht der Koran an erster Stelle. Und wenn der Koran für dich an erster Stelle steht, dann ist der Koran mit dem Grundgesetz, das wir in Deutschland haben, wonach wir leben, nicht vereinbar. Mit Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und von daher frage ich dich ganz einfach, ganz gerade heraus, ohne irgendwelche Takia zu betreiben oder irgendwas anderes, frage ich dich ganz einfach gerade heraus. Wie sieht das für dich aus, wenn eine Person, egal welchen Grundes heraus, einen Fehler begeht und dieser Fehler nachweisbar ist oder, hat sie nach dem Koran bestraft zu werden oder nach dem Grundgesetz bestraft zu werden? Also, erstmal eine Sache nur kurz zum Aufklären, dann gebe ich dir sofort eine Antwort darauf. Du hast das machst du nicht. Das machst du nicht schon wieder. Das machst du die ganze Zeit. Ich gebe dir eine Antwort darauf. Nein, ich möchte eine Antwort jetzt endlich auf meine Frage haben. Ich formuliere die gleiche Frage jetzt das dritte Mal. Gib einfach dir das Wort nehmen. Okay. Nur wenn ich nach 20 Sekunden nicht auf deine Frage antworte, dann stumm mich von mir aus. Also Taqiyya gibt es im Islam nicht, denn Taqiyya gibt es bei muslimischen Sunniten zumindest nicht. Im Koran steht nur drinne, du darfst nur dann lügen, wenn es um dein Leben geht und nicht um die Religion. Nur zur Info. Das heißt, wenn jemand dein Leben bedroht, dann bist du. Ja, aber darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Beantworte doch meine Frage. 20 Sekunden. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Wenn in Deutschland jemand missbaut. Und dieser Mist, egal wo, also erstmal wird im Islam unterschieden zwischen Privat und Öffentlichkeit. Das heißt, machst du die Sache im Privaten, hat es niemanden zu interessieren. Machst du die Sache in der Öffentlichkeit, kommt es darauf an, was es ist. Wenn es und in schon Deutschland bist du raus. Jemand kommt zum Beispiel. Schon bist du raus. Ob privat oder öffentlich, ist das scheißegal. Du hast keine Menschenseele, egal welcher Richtung. Auch lass mich doch mal zu Ende aussprechen. In Deutschland, lass mich doch mal auch nur erklären. Im Ansatz zu bestrafen. Ja. Das Recht hat erklären. Nur nach der Rechtsgrundlage, die wir da haben, nach der wir leben, das Gesetz selbst. Geil. Und zwar du hast eine geile Rede gehalten. Kann ich jetzt zu Ende reden? Also, es gibt im Islam gibt es private und öffentliche Sünden. Und wenn du sie öffentlich machst und privat, die werden unterschieden im Islam. Ich habe nicht gesprochen von Deutschland, keine Ahnung was. Deswegen bitte zu Ende aussprechen lassen. Also das, was du gerade gesagt hast, hat keinen Sinn ergeben. Ich habe dir doch eine eindeutige Frage gestellt. Wieso antworten? Zu Ende aussprechen? Geht das nicht? Du jetzt in Deutschland eine Sünde begehst als Muslim, selbst wenn du Alkohol konsumierst, selbst wenn du in der Öffentlichkeit einen Porno drehst, ne, hat der Islam scharia-technisch da sich nicht einzumischen. Das heißt, scharia-technisch ist der Islam, greift er doch gar nicht. Es gibt, die einzige Regel ist erstmal, dass der Islam bzw. Scharia sagt, respektiere das Gesetz da, wo du lebst. Wenn das Gesetz es mir verbietet, zum Beispiel kann es sein, dass ich, wenn ich über die rote Ampel gehe, das eine Sünde für mich ist und verboten ist. Das heißt, ich muss mich auch danach halten. Das heißt, das sagt mir die Scharia, halte dich nach dem Gesetz da, wo du lebst. Ne, sogar passe dich an. Ich bin ja auch kein Fan von diesen Leuten, die in Deutschland, die nach Deutschland kommen. Du antwortest mir immer noch nicht, Isam. Ich gebe dir doch gerade eine ausführliche Antwort. Du musst doch. Nein, das ist keine ausführliche Antwort. Für eine halbe Minute. Du redest um den Brei, das ist ja der Wahnsinn. Ich rede doch über die Sachen gerade, die du mich gefragt hattest. Nein, ich habe dir eine ganz einfache Frage gestellt. Eine ganz einfache Frage. Eigentlich kann man die mit Ja oder Nein beantworten. Erzähl, okay, nochmal. Okay, ich gebe dir eine Ja-Nein-Antwort. Erzähl mal. Hallo. Oh nein, Gott. Ist nicht. In Deutschland greift die Scharia nicht, wenn es um Strafen geht. Nein. Punkt. So, darf man nur kurz eine Frage stellen? Ja. Was mich eigentlich an der ganzen Diskussion interessiert, ist, Isam, wenn du mal sagst, ja, das greift nicht, aber was ja nun eigentlich ganz klar ist im Koran und im Islam, ist doch, dass solltet ihr irgendwann irgendwo die Mehrheit erreichen, ist die harte Vorgabe, dass ihr da auf jeden Fall den Islam durchdrücken werdet. Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal die Moslems in Deutschland die Mehrheit erreichen, ist es eure Pflicht, das, was du jetzt sagst. Koran,
Das steht im Koran. Das steht so da drin. Wo denn genau? Kannst du mir zeigen? Nur zu sagen, zu missionieren. Also, und das ist im Grunde genommen ja das, was du machst. Du missionierst. Da habe ich so das Gefühl. Nee, aber kannst du mir sagen, wo im Koran das steht? Ja, ich kenne den Koran eigentlich. Mal ganz ehrlich, ich muss schon mein Leben lang. Also ich habe davon darauf. Ich höre da öfters mal jemanden zu, der liest darauf raus vor und klärt es auf. Und im Grunde genommen ist es so, dass ihr, wenn ihr die Mehrheit seid, dass es darum dann geht, den Islam auch da, wo ihr seid, voranzutreiben und nicht von wegen, wir halten uns zurück. Das ist mir neu, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, mit welchen Leuten du zu tun hast. Steve, warte mal bitte ganz kurz mal bitte. Islam. Ja. Nochmal ganz einfach. Am Ende geht es ja darum, du hast ja auch eben sehr, sehr taktisch gut geantwortet. Du wirst gesagt, es wird nicht gemacht. Es geht aber darum, dass es gemacht werden könnte. Und dieses könnte ist das eigentliche Problem. Es geht darum, dass das, was der Glauben hergibt bei euch, bis zu einem gewissen Punkt könnt ihr diesen ausleben. Es ist alles in Ordnung. Aber sobald die Würde des Menschen tastbar wird und nicht mehr unantastbar ist, ist das nicht vereinbar mit unserer deutschen Kultur, mit dem, wonach wir leben, was uns Deutsche als Land ausmacht. Und das ist das eigentliche Problem. Niemand spricht dir deinen Glauben ab. Du kannst tun und glauben, was du möchtest. Aber es muss Grenzen haben. Und wenn dieser Glaube so weit geht, dass jemand anderes geschädigt wird, auf irgendeine Art und Weise, und somit dieser Mensch mit seiner Würde beeinträchtigt ist oder verletzt wird, dann ist das nicht vereinbar. Da stellen wir das Grundgesetz über den Glauben, selbst unseren eigenen Glauben. Und das ist ein ganz wesentlicher Fakt. Und das ist das, worum es eigentlich geht, um nichts anderes. Ihr könnt glauben, tun und machen, was ihr wollt. Aber auch im stillen Kämmerlein hat niemand verletzt zu werden. Auch im stillen Kämmerlein, in deinen eigenen vier Wänden, hast du nicht das Recht, in Deutschland jemand anderen auf irgendeine Art und Weise Leid zuzuführen. Machst du das oder warum? Oder warum sagst du das jetzt gerade? Das ist eine ganz blöde Gegenfrage. Ganz ehrlich, natürlich mache ich das nicht. Ja, und ich mache das auch nicht. Blöd, ich kenne keinen, der das macht. Aber ganz Isam. Ich finde es auch blöd, dass du jetzt so einen Einwurf machst. Du bestehst die ganze Zeit darauf. Nein, weil du haust doch die ganze Zeit hier Vorwürfe rein. Das stimmt einfach gar nicht. Die ganzen Anschuldigungen. Es sind keine Vorwürfe, es ist ein Fakt. Ja, dann zeig mir den Fakt. Dieser Fakt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein Fakt, nach dem wir leben. Sobald du diesen Fakt verletzt, bist du nicht gewählt, denn hier in Deutschland zu bleiben. Ja, wer macht das denn bitte? Wer macht das denn bitte? Oh Gott, ich werde bekloppt. Steve, weil du redest, Steve Hauber, ich weiß nicht, ob du über irgendwelche Hauber, Tiere redest, über eine Spezies, kurz keine übernehmen? Ahnung. Ich verzweifle gleich. Hi. Ich denke, eines der großen Probleme ist das Rechtsverständnis. Da kann man leider Gottes den Glauben nicht ganz rauslassen, weil es gibt wirklich tatsächlich zwei Kategorien. Die eine sagen, der Islam ist absolut friedlich. Die anderen sagen und spalten sich somit auch von den eigenen Leuten ab. Sie sagen ganz klar, wir haben auch einfach viele Leute bei uns, die eher extrem unterwegs sind. Und genau da ist das Rechtsverständnis halt einfach fast komplett inkompatibel mit der in Anführungsstrichen deutschen Lebensführung beziehungsweise mit unserem System. Jetzt hat niemand irgendwo in diesem Land ein Schild auf der Stirn, wo man sagt, okay, pass auf, du bist gefährlich, du bist nicht gefährlich, du bist überhaupt gewillt, dich auf das, was wir hier leben, einzulassen, weil ein gewisses Rechtsverständnis ist halt auch notwendig dafür, dass man sagt, ich lebe nicht nur in diesem Land, sondern ich bin auch bereit, mich wirklich da einzubringen. Und zwar so, dass weder Glaube, politische Ansicht oder Kultur, das darf man ja nicht vermischen, diese drei Sachen, dass die für irgendjemanden, egal wo jemand herkommt, zu Gefahr werden. Und genau da ist das große Problem. Deswegen eine ganz wichtige Kernfrage, die da in dieser Diskussion gestellt werden muss, ohne dass man da viel Blabla drumherum macht, und das ist ja für dich auch wichtig, ich meine, ab welchem Zeitpunkt ist denn der Glaube gefährlich? Und das muss geklärt werden, weil wenn man dem Islam folgt, ja, dann wird es irgendwann schwierig. Und dann wird es irgendwann schwierig. Ich folge dem Islam auch schon seit Jahrzehnten, aber bei mir ist es noch nie zu Problemen gekommen, wie er es sagt. Was ich damit anfügen möchte, ist, wenn der Glaube so gefährlich wird oder gefährlich ist, dass das Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist,
dann ist dieser Glaube eine Gefahr. Die Gefahr für das innere Selbst, was wir hier in Deutschland leben. Weil wir haben unsere eigenen Werte und da ist das nicht verhandelbar. Die Würde des Menschen ist egal. Wir fragen mal was anderes. Wir lenken mal in eine andere Richtung. Und zwar, findest du es in Ordnung, dass in islamischen Ländern Nichtgläubige eine Schutzsteuer bezahlen müssen? Nichtgläubige müssen eine Schutzsteuer zahlen, okay? Wenn also du jetzt sagst, du kennst es nicht, dann kennst du deinen eigenen Koran nicht, ohne Scheiß. Warte mal bitte kurz. Also, ihr müsst nur eine Sache versprechen, dass sie mich auch mal zu Ende aussprechen. Was ist denn die Jizya? Findest du das gerechtfertigt, dass Ungläubige eine Schutzsteuer zahlen? Also, ganz konkreter Punkt. Genau. Also, erstmal muss man den Hintergrund verstehen zu der Sache, warum das überhaupt bezahlt wird. Erstmal ist eine Art Schutz. Noch nicht immer so drin rum. Ist das in Ordnung, dass ungläubige Leute eine Schutzsteuer, die Jizya zahlen? Lass mich doch bitte, also das ist so typisch AfD, also ihr wollt nur eine Ja und Nein. Nein, das ist typisch. Das ist typisch Moslem, kann ich doch genauso sagen. Du pauschalisierst. Das ist meine Ansicht. Hör auf mit diesem Pauschalisieren. Du hast ja typisch AfD, typisch, du bist der typische Moslem. Sag ich doch auch nicht, oder? Pass mal auf. Hör auf damit. Ich rede gerade und ihr unterbrecht mich. Nee, wer willst du, dass du mir sagst, pass auf jetzt. Ich rede ganz normal, du eierst rum. So, ja, oh mein Gott, mein Gott. Also, schaut mal. Lass ihn mal ausreden jetzt. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Diese Jizya, von der du sprichst, erstmal wird, ich weiß gar nicht, in welchen Ländern das bis heute eigentlich bezahlt wird. Vielleicht kannst du mir ein paar Beispiele erwähnen, weil in den meisten arabischen Ländern zumindest, die ich kenne, wir haben jetzt 3:45 und ich wollte um 3:30 schon beenden. Wir können das gerne morgen weiterführen, aber ich kann mir das jetzt gerade nicht geben. Dieses Rumeiern, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gerade. In welchem Land wird Jizya bezahlt? Sag mal bitte. Ach, komm mir auf. Sag mir doch bitte. Also ich danke euch, dass ihr da wart. Nenn mir doch ein Land. An den Chat, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ohne Witz. Das ist sowas von einer Doppelmoral. Das ist absoluter Hammer. Jizya an sich ist, wenn man das... Ach, komm mir auf. Also ich danke euch, dass ihr da wart. Wie gesagt, ich fahre jetzt zu den Garten und solche Leute haben normalerweise keine Plattform bei mir. Erklär mir doch, welchen Land ihr bezahlt. Nein, du hast die Plattform bei mir auf jeden Fall nicht.